Sam Schumacher, Pädagoge, Beziehungscoach, Diplompsychologe und. Gut, heute haben wir das hochinteressante Thema. Ich habe jemanden in einem Verein kennengelernt. Schöne Frage. Lieber Christian, vielen Dank für deine Arbeit. Ich heiße Nadjevskula. Ich kenne mich natürlich mit russischen Vereinen nicht so aus, aber ich versuche es mal. Ich verfolge dein Video schon sehr lange intensiv. Mein Problem, ich bin schon sehr lange alleine und kann mich schwer auf Beziehungen einlassen. Also / Bindungsangst so ein bisschen. Nun bin ich seit ein paar Monaten in einem Verein, in dem auch ein Mann ist, der mir sehr gefällt. Ja, ist immer, was ich sage. Nice, geiles Leben, Leute kennenlernen und so weiter. Sehr gut. Allerdings hat er eine Beziehung. Tada! Ich hoffe mal, du bist neu. Ansonsten müsste ich jetzt wieder sagen, keine Dreiecke. Aber gut, geht hier auch ein bisschen in eine andere Richtung. Deshalb würde ich keinesfalls Annäherungsversuche starten. Könnte deine Bindungsangst sein, falls du welche hast hier, dass du dich bevorzugt in vergebene Männer verliebst. Müsstest du mal gucken und da vielleicht mal dran arbeiten. Was ich aber bemerke, ist, dass ich mich immer wieder in eine bewahrte Position begeben habe, da er ab und zu beiläufig in der Gruppe erwähnte, dass er Zweifel in Bezug auf seine Beziehung hat. Es geht in diesem Verein um Persönlichkeitsentwicklung. Wir sprechen sehr persönlich in der Gruppe. Ah, ist sehr spannend. Da er ab und zu negative Dinge über seine Beziehung erwähnt, habe ich mich immer wieder die Hoffnung, dass er sich vielleicht bald trennen könnte und wir uns dann noch näher kennenlernen können. Ja, warum nicht? Also sind viele Menschen in Beziehung und klar, hofft man vielleicht bei Menschen, die einem gefallen, dass sie mal wieder Single werden. Alles gut. Wir verstehen uns sehr gut. Diese Wartehaltung ist etwas, was ich gut aus meiner Kindheit kenne. Also darauf warten, dass doch noch irgendwas an Zuwendung und Aufmerksamkeit kommt. Und bis dahin die Zeit nur absitzen und gar nicht richtig anderweitig für mich zu nutzen. In dieser Warteposition bin ich recht fixiert auf diesen Mann und nehme links und rechts keine anderen Männer mehr wahr. Das ist natürlich nicht gut. Also solltest weiter gucken. Unbedingt, ne? Genau. Ich weiß auch aus meiner Vergangenheit, dass dieser Zustand Monate oder noch länger anhalten kann. Ja, damit, klar, verbringst du dein Leben, ohne in eine Beziehung zu kommen, ne? Vielleicht willst du das innerlich, aber wenn du das nicht willst, ist keine gute Strategie, ne? Dann hätte der Mann ja quasi eine Funktion, so, ne? Ich möchte diesem Mann auch nichts über meine Gefühle sagen, da ich weiter in dem Verein bleiben möchte. Ja, das ist immer das Schwierige, wenn man im Verein oder im Sportverein jemanden kennenlernt und outet sich dann, dass das irgendwie so ein bisschen awkward ist. Aber mal ganz ehrlich, hey, wenn man, weiß ich nicht, in der Briefmarkensammelverein, wenn man da jemanden kennengelernt hat und hat gesagt, hey, ich finde dich cool, wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen, und das irgendwie nicht klappt oder schief geht, ist eigentlich das Normalste von der Welt und habt ihr euch eigentlich voll cool verhalten und eure Chance genutzt, ne? Und es ist eigentlich nicht viel passiert und natürlich könnt ihr im Verein bleiben. Ist immer eher schwierig, wenn die Beziehung dann was wird und es dann auseinandergeht. Aber ist doch cool, Mensch, ne? Wir sollten viel öfter sagen, was wir über andere denken, so. Beziehungsweise möchte seine Entscheidung auch nicht beeinflussen. Meine Fragen an dich wären, es ist automatisch ein Zeichen Verbindungsangst, wenn man sich in einen vergebenen Mann verliebt. Ja, ich will es nicht sagen automatisch, aber könnte sein. Könnt ihr mal kommentieren, was ihr so denkt. Aber vielleicht gefällt dir auch dieser gerade besonders gut und er ist jetzt vergeben. Aber ist eine berechtigte Frage, sag ich mal so. Sehr berechtigt. Wie würde sich eine bindungssichere Person in meiner Situation verhalten oder würde sie gar nicht in die Situation kommen? Nee, das würde ich jetzt nicht so sagen, dass sie da nicht reinkommt. Wie würde sie mit einem Mann umgehen, der ihr gefällt, aber vergeben ist? Naja, ich würde irgendwie, das können ja eigentlich Frauen immer ganz gut, so durch die Blume sagen, hey, weiß ich nicht, schade, dass du nicht Single bist, sonst könnten wir ja mal was trinken gehen. So, also man muss eigentlich, sollte es für eine Frau reichen, dass man mal einen kleinen Hinweis droppt oder meinetwegen auch zwei oder drei Hinweise und dann weiß der Mann Bescheid. Oder wenn ihr ein richtig gutes Verhältnis habt, kannst du auch sagen, hey, ich finde dich cool und ich will dich da jetzt nicht nerven, aber sag mir Bescheid, wenn du Single bist. Fertig. Das wird einen Bindungssicherer machen, glaube ich, der selbstbewusst ist, noch obendrein und cool. Und dann könntest du aber, dann ist es gesagt, vermerkt, kann er in seinen inneren Aktenschrank einsortieren und dann guckst du gleichzeitig weiter nach anderen Männern, weil sozusagen, das hast du ja gedroppt, den Samen hast du versenkt in der Erde und gegossen und da musst du nichts weiter mehr machen und
dann guckst du nach anderen Männern und der wird sich dann schon melden. So. Ne? Und wenn er dann meint, dass er sich deswegen trennen will, ist nicht dein, soll er es machen, ist nicht deine Sache. Ne? Ist nicht. Also klar, weiß ich nicht, das würde ich, also da würde ich, also so beeinflusst du ihn ja auch, wenn du es ihm nicht sagst. So, ne? Also, ja. Wie soll ich mit der immer wieder aufnehmenden Hoffnung umgehen, sobald er etwas Negatives über die Beziehung berichtet? Ja, wie ich es gerade gesagt habe, wenn du das so machst, wie ich es gerade gesagt habe, dann brauchst du gar nicht drüber nachdenken, weil er wird es dir dann schon sagen, wenn er Single ist. Und bis dahin bist du total cool und machst das, was ihr in der Gruppe da macht. Und ja, hältst die Augen offen nach anderen Männern. Wie komme ich aus der Warteposition raus? Ja, habe ich, glaube ich, beantwortet. In dem Sinne, 30.000 Abonnenten, lasst mir ein Abo da, ne? Letzten 1.000 wollen wir ja noch schaffen. Und wir sehen uns bald wieder.